Heute geht's ums Thema Backen. Hier, ich habe ja diese kleinen Mini-Gugelhupfe super easy, super schnell zubereitet mit dem Thermomix, ganz ohne Backen und zwar nur im Varoma. Wie das funktioniert, das gucken wir uns heute mal an. Und diese kleinen Gugelhupfe hier, die sind wirklich der Traum eines jeden Backliebhabers hier. Die sind richtig super köstlich, luftig, locker. Nicht zu süß, einfach nur eine super kleine Kleinigkeit für zwischendurch. Und damit fangen wir jetzt mal an und los! Und für die wunderschönen kleinen süßen Gugelhupfe brauchen wir natürlich als erstes erstmal einen Teig. Und den machen wir jetzt. Ich würde sagen, dafür einmal hier rankommen bitte. Für das superschnelle Gugelhupfrezept benötigen wir zuerst 80 Gramm Butter, die 40 Sekunden auf Stufe 5 weichgeschlagen wird. Dann geht's weiter mit Zucker, Vanillezucker, Eier, Mehl, eine Prise Salz und ein paar Esslöffel Milch. Und den Teig hier, den müssen wir jetzt für 40 Sekunden auf Stufe 6 verrühren. Und ab! So, jetzt haben wir hier den Teig fertig. Der sieht doch schon mal richtig gut aus hier. Und dieser frisch hergestellte Teig, tja, der wird jetzt in eine brandneue Gugelhupfform gefüllt. Und zwar haben wir die hier. Das ist eine brandneue Backform für den Varoma-Behälter. Hört auf den Namen Gugelix. Dahinter verbirgt sich also nicht die Suchmaschine von Asterix und Obelix, sondern eine Backform hier. Und als erstes müssen wir mal so ein bisschen Teig esslöffelweise in diese Form geben. Und dann kommt gleich noch ein kleiner zweiter Schritt. Nun mal nicht so schnell. Die Förmchen müssen natürlich noch fix eingefettet werden. Das geht am besten mit einem Trennspray. So, jetzt darf der Teig esslöffelweise in die Form. Den Link zur Form findest du natürlich unten in der Videobeschreibung. Und der letzte Schritt, damit es eine schöne Marmorierung gibt, nehmen wir einen Teelöffel Backkakao hinzu. Kurz verrühren und den Teigrest gleichmäßig verteilen. Das sieht doch schon sehr gut aus. Und so easy. So, jetzt haben wir hier die schönen kleinen Gugelhupfformen mit dem Teig gefüllt. Ganz wichtig, jetzt müssen wir nämlich noch die Deckel draufsetzen, denn wir werden ja das Ganze im Varoma oder mit dem Varoma garen. Und da ist es ganz wichtig, dass keine Feuchtigkeit von oben hineinläuft, sonst wird es nämlich so ein bisschen zu matschig. Und dafür sind also diese Deckelchen gedacht. Die liegen da natürlich bei dem Gugelix. Und ich habe mir gedacht, falls man jetzt hier diese kleinen Gugelhupfe mal so zwischendurch macht und man braucht vielleicht den Thermomix, nehmen wir doch einfach hier den Friend. Der kann das doch eigentlich auch. Übrigens, falls du eine Frage hast, ob du den Friend gebrauchen könntest, dann guck doch mal hier oben ins Video. Da habe ich schon mal einen großen Check gemacht, für wen denn der kleine Freund des Thermomix geeignet ist. Aber als erstes brauchen wir natürlich jetzt mal für die Varoma-Fertigstellung noch 500 Milliliter Wasser. So, Deckel drauf. Jetzt kommt der Varoma drauf und der Gugelix wird jetzt hier eingesetzt bzw. aufgesetzt. Und jetzt gibt es noch eine kleine Neuerung. Falls du wie ich hier so eine Dunstabzugshaube hast und du hast ein Problem damit, den Dampf vernünftig umzuleiten oder weil die Schränke ja manchmal nass werden können, wenn hier so viel Dunst nach oben zieht, so viel Feuchtigkeit nach oben zieht, dafür gibt es jetzt nochmal ein kleines Zusatzprodukt hier für den Varoma-Behälter. Und zwar ist das dieses Teil hier. Das ist im Prinzip ein Varoma-Deckelersatz. Der wird hier ganz normal raufgesetzt, wie dieser herkömmliche Varoma-Deckel. Und jetzt kann man hier mit dem zusätzlichen Dampfumleiter, den man ja schon kennt, ganz normal vom Mixtopf, kann man jetzt hier also richtig schön vernünftig den Dampf umleiten bzw. wegleiten von den Hängeschränken. Das ist auch eine richtig dolle Kombo. Jetzt fangen wir an mit der Fertigstellung. Wir brauchen jetzt 35 Minuten. Volle Pulle Varoma-Temperatur und Stufe 1. Jo, und ganz leise hier der Friend wird uns jetzt die wunderschönen kleinen Gugelhupf-Küchlein zubereiten und dann sehen wir uns gleich wieder. 35 Minuten und die Zeit ist um und da würde ich sagen, wir gucken uns doch mal hier an, was aus den kleinen Gugelhupfen geworden ist und auch wie das hier mit dem Dampf geklappt hat. Einmal hier rankommen bitte. Ich würde sagen, auf den ersten Blick ein Volltreffer. Dann geht's jetzt runter mit den Deckeln und nach ein paar Minuten Abkühlzeit stürzen wir jetzt mal hier die Gugelhupfe aus der Form. Na, jetzt bin ich gespannt. Kann das denn wirklich so einfach sein? Und noch hier noch so ein bisschen Puderzucker rauf auf die kleinen Gugelhupfe. Jo, kann es. Doll, oder?
Die wunderschönen kleinen Gugelhupf-Törtchen hier, das ist doch wirklich fantastisch und so easy zu machen im Varuma mit dem Thermomix Friend sogar diesmal und dem Gugelix. Das hat doch wirklich richtig gut geklappt und natürlich auch eine coole Combo hier mit diesem Varuma-Deckelaufsatz, mit dem man dann richtig gut und easy den Dampf umleiten kann und von seinen Hängeschränken wegleiten kann. Also das ist echt ein gutes Team. Hat mir ziemlich gut gefallen. Was sagst du denn dazu? Haben dich hier die kleinen Gugelhupfe auch so überzeugt? Die sehen doch wirklich fantastisch aus. Das würde mich mal sehr interessieren. Wirst du dir diese Gugelix-Form zulegen? Das lass uns doch mal gerne in den Kommentaren wissen. Das war's jetzt von mir. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.